So. Ja, sind Diamanten, denke ich schon. Nee, sind, was sind das dann? Silber oder sowas. Ja, das Silber, das kann ich auch sagen. Hm. Vor allen Dingen, ich will bei diesen Inseln, wenn die wirklich so zu so drei Inseln so aneinander so hängen, dann brauchen die, aber guck mal, die ist groß, sehr groß, die Hauptinsel, dann kommt eine etwas kleinere und dann müsste noch eine kleinere kommen. Da könnte man, die heißt Königreich, das ist der Königreich Aurelion. Die Insel heißt ja auch Aurelion. Dann müsste die Insel auch irgendwas mit A, weißt du, so, dass das so drei, so eine Gruppe von diesen drei Inseln, das wäre voll gut. Boah, das ist voll gut. Ja, die hat keine Connection hier rüber. Wir erkunden erstmal die Insel jetzt hier zu Ende. Dann bräuchte man noch was zu essen. Ich habe gar keinen Platz mehr. Boah, ich brauche einen Rucksack, da brauchen wir aber was Gold für. Ich gucke nochmal, ob wir vielleicht einen anderen Rucksackmod, ob ich da einen anderen Rucksackmod finde. Weil der ist echt nicht so der Bringer. Aber das ist genau der eigentlich, den wir auf der 1.7.10 hatten. Nur halt geupdatet. Aber ich finde den echt nicht so gut mehr. Der 1.7.10 war der klasse. Hast du denn schon mal angeguckt, den Rucksackmod? Man ist halt zu verwöhnt mit sowas. For Life in the Woods und so, da kannte man das auch nicht. Da dachte man auch, ja gut, hast du nur das Inventar, musst damit leben. Bei der Wandertour wird es halt kompliziert. Ist halt so. Hat man sich früher auch keinen Kopf drüber gemacht, ne? Aber jetzt? Oh. Aber ich hasse diese Ziegen, ne? Ich hasse diese Ziegen. In Minecraft. In Real sind sie manchmal ganz niedlich. Aber in Minecraft geht Ziegen gar nicht. Die fressen auch meine Items. Wann war das letztens auch? Da habe ich einen Baum gefällt. Da fällt natürlich ab und zu mal das Zeug runter. Ja, da hast du so niam, 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 niam. Da ist nicht das Zeug weg. Da kommst du runter und denkst, jetzt haben wir es da alles ein, da ist nicht mehr. Ich mag die Ziegen hier echt nicht. Guck mal, das ist wirklich eine ganz kleine Insel mit ein paar Plateaus drauf. Mehr ist es nicht. War echt gut. Wir holen mal noch ein paar Ananas. Hier vorne müsste ja irgendwo, hier vorne war das ja irgendwo gleich. Bei diesem Übergang zur anderen Insel, zur Hauptinsel, gab es ja Ananas. Da können wir uns mal welche holen. Da sind wir überall Ziegen, ich sehe sie schon wieder. Darf ich mal durch? Danke. Ah. Da vorne sind noch mehr Schafe. Juhu, Schafe. Hast du auch manchmal, dass du, wenn du hier irgendwie läufst, dass da irgendwas Unsichtbares ist, wenn du nicht vorbeikommst? Habe ich jetzt schon ein paar Mal. Ich weiß nicht warum. Boah, hier sind schon die Ziegen da, ne? Oh. Hier sollte man, das wollte mal eine Höhle werden. Hat sich der Map-Generator zuletzt aber dann gedacht, nee, lieber doch nicht. Ah, okay. Es sollte mal eine Höhle werden. Zur ganzen Höhle hat es nicht gereicht. Ist hier vorne, ne? Tropischer Garten! Nein! Wie tut die mir sowas an? Warte mal. Das geht. Ah, das geht. Oma Marlenchen, danke schön für den Tipp. Ich habe mich gerade daran erinnert. Oh, das ist gut. Ja, jetzt können wir den mitnehmen. Super. Wo war denn das? Da drüben irgendwo, ne? Warte. Wie sind da? Können wir hier noch die Wege noch drüber bauen und so? Und vielleicht irgendwie hier an diesen Verbindungsstellen noch irgendwas hinbauen, wo vielleicht ein paar Häuser, ein paar Leute wohnen. Wo war denn das? Das war hier. Können wir das jetzt wegmachen? Hallo? Warte. Wieso kann ich die... Also... Warte, ich guck gleich. So. Was denn? Lapis Lazuli. Oh, da ist ein Lapis Lazuli gefunden. Ich
wir suchen Uni gerade. Ja, wir müssen demnächst die Mine mal tief in den Berg reinziehen und dann schauen wir mal. Dann machen wir wieder, wie es so früher war, mit so Minecarts. Guck mal, hier können wir aber Sand herholen, fällt mir gerade auf, ne? Hier können wir uns so Sand, Sandmine machen. So, wir laufen jetzt direkt gerade rüber. Ich will noch die andere erkunden, definitiv. Ich möchte noch wissen, was da noch auf uns wartet. Hier haben wir auch noch Gartendinger. Die brauchen wir jetzt nicht mitnehmen. Schade, dass man auf dem in dem Atlas nicht direkt irgendwas markieren kann, also dass man irgendwie Bahn ziehen kann, wie mit so einem kleinen Stift. Dass man irgendwie Bereiche direkt eingrenzen kann, dass man sagen kann, okay, die drei Inseln gehören zum Hoheitsgebiet des Königreichs. So ein bisschen, das ist schade, dass man das nie machen kann. Aua. Katze, geht nicht, kann ich nicht, hab Allergie. Ein Hundi könnten wir uns wieder halten, eine kleine Sunny. Schafe. Die wollen immer mit für, ich weiß noch nicht, mal gucken. Da findet sie bestimmt noch irgendein Projekt, wo man die brauchen. Was hast du denn gewonnen? Gold. Oh, ich brauche auch Gold. Wärst du zufällig für ein Tauschgeschäft zu haben? Wieso nicht? Ich habe ganz viel Holz. Du hast kaum Holz auf deiner Insel. Ich tausche Holz gegen andere Ressourcen. Was ich nicht so habe. Ich habe keine Höhle im großen Stil. Wort nur ab, sobald ich mit Immersive anfange, ne? Sobald ich meine Bagger stehen habe, wenn ich Glück habe. Ach scheiße, das erfordert ja auch noch Glück, verdammt. Wenn keiner unsere Chunks auf der Insel irgendwas hergibt, dann kommen wir auch zu nix. Hab ich noch gar nicht gedacht. Aber ich habe ja auch Glück. Ich denke, ja, ein paar Chunks haben wir bestimmt. Dann schwimmen wir in Ressourcen, da sind wir gar nicht auf Import-Export-Geschäfte angewiesen. Puh. So. Und zählt das hier nur als Fluss? Gehört das eigentlich zusammen? Ist das eine Insel? Ich würde es als zwei Inseln sehen, ne? Unten das sehen wir ja auch als zwei Inseln, obwohl die direkt zusammenhängen in eine kleine Landbrücke. Oh, Trockengarten. Ach, Menno. Ich will das alles mitnehmen. Da können wir wieder... Ja, ich wollte ja noch so in Tropenhaus sozusagen machen. Okay, wir wissen aber jetzt, wo es... wo wir so ein bisschen was herkriegen. Wir haben eine Wüste hier in der Nähe, das ist schon mal gut zu wissen. Es ist schade, dass so viele Mods natürlich viel... Ach du Backe, das ist eine Wüsteninsel. Dass so viele Mods doch noch fehlen, die ich gerne mit dir drin hätte. Witchery und alles. Aber es geht da halt nicht. Die wurden halt nicht mehr geupdatet. Ich guck mal, ob es noch ein paar andere... So, zum Vampir und so verwandeln und sowas. Das fände ich schon noch cool. Müssen wir mal gucken. Ich finde da bestimmt noch ein, zwei Mods. Blue Flux, okay. Die ist wirklich noch kleiner. Das passt, volle Kanne. Oh, das ist voll gut. Ah, ja. Also mit Map Generator war ich immer schon... Ne, da war ich immer gut befreundet. Ich habe noch keine Map so richtig enttäuscht eigentlich. Das ist voll gut, ne? Das ist eine ganz, ganz kleine Wüsteninsel. Und man sieht von hier aus aber keine andere. Echt gut. Da ist ja sogar was, guck mal. Jetzt brauche ich einen Namen für die Insel in. Ach du Schreck. Wenn ich das hier abbaue, was passiert denn dann? Geht nicht, wo wir unten abbauen, ne? Was war das für ein Geräusch? Was habe ich da angeknurrt? Wüstenmine. Ja, Name für die Insel brauchen wir noch, ne? Das müssen wir mal noch. Das müssen wir mal. Muss ja was mit A sein, das so als Kette. Aurelion ist die Hauptinsel.
Arcania, die zweite. Arcania klingt gut, ne? Arcania. Klingt gut. Arcania, Arcania, Aurelia, Arcania, Aurelion, Arcanion, Arcania, Aurelion. Arcanion? Arcania. Albion. Mhm. Hm? Guter Name. Kannst du gut schlafen gehen? Es ist nämlich ziemlich dunkel in der Oberwelt. Unter Tage merkt man das nicht so, aber in der Oberwelt ist das sehr doof. Ich brüche bloß ein, zwei Goldbarren. Ne, einen sogar. Ne, zwei. Wegen dem Rucksack. Würde ich tauschen wollen, wenn du das entbehren könntest. Und wenn wir dann Monster anmachen, dann brauchen wir sowieso Goldschwert, weil es sind auch Werwölfe und so da. Ja. Golems und so habe ich eigentlich ausgestellt. Die dürfen eigentlich auch nichts kaputt machen, habe ich auch ausgestellt. Ob du das dann auch dran hält, das ist immer so eine Sache. Irgendwann, ne? Ein Elefant als Reittier. Irgendwann. Das können wir dann mal gucken. Wo? Hier. Da gibt's doch Craft-Zettel. So kann man einen Sattel craften. Okay. Da können wir auch. Ach, da können wir das nehmen. Das ist gut. Hier. Elefant. Oh, Elefant Gold. Elefant Chest. Wir können sogar Chests machen, dass wir den Elefant richtig was transportieren können. Gibt es dafür einen speziellen Sattel eigentlich für die Elefanten? Mammutplattform? Medaillon. Ach du Schreck. Gibt es ein E-faches Medaillon? Wo ist da der Unterschied? Und das hier? Boah, das ist eigentlich so cool, ne? Boah, wie tamet man sich das bitte? Wie tamet man sich einen Elefanten? Ich habe keine Ahnung, ich kenne das alles nicht. Ah, more creatures, wir müssen noch warm werden. Das wird schon noch. Und das wird schon noch. So. Dreier Inselkette. Gehört alles natürlich zum Königreich. Aha. Wir können natürlich einfach ein kleines Boot uns machen und schnell ringsherum fahren und direkt. Ach komm, wir laufen. Ach komm. Wir laufen, was soll's? Aber ich vermute mal, das, woran ich manchmal hänge, dieses Unsichtbare. Ich vermute mal, das sind Monster von. Wieso nehme ich das nicht mehr? Ach du Backe. Ich nehme an, das sind Monster von More Creatures, die das Spiel versucht zu generieren. Darum ist die Hitbox der Monster da. Also ist ein Fehler bestimmt. Ich weiß nicht, was wir daraus machen, keine Ahnung. Aber ich finde bestimmt irgendeine Idee. Man kann nie genug Wolle haben. Wir müssen uns so noch eine Farm davon machen. Eine Kuhweide. Ach, da kommt noch so viel. Oh,
Ich will einen richtig, auch richtig schönen Bauernhof haben. Dafür haben wir vielleicht nicht unbedingt die beste Stelle. Aber wir machen uns die Stelle super dafür. Ich habe die ganze Zeit, was man auf diese Plateaus drauf machen könnte. Plateaume, ja. So, ne? Für unser Königreich so Wachtürme. Das könnte man machen. Da müsste man aber hier über die ganze Strecke auch so Wege machen. Und da könnte man auf jeder Insel könnte man auch so eine kleine Stadt oder irgendwas machen. Mit vielleicht einem kleinen Hafen. Auf der Insel hier, auf der mittleren, vielleicht ohne Hafen, dass man wirklich hier in der Mitte zum Beispiel der Insel einfach eine kleine Stadt macht. Hier könnte man die Steampunk-Stadt reinmachen. Die richtige, die Steampunk-Stadt, ne? Die könnte man hier gut reinmachen. Viel, viel mit Stein. Wenig mit Holz. Würde gut passen. Hat dafür aber keinen Hafen. Der Weg geht natürlich in die Stadt rein und geht durch die Stadt natürlich weiter. Zur dritten Insel. Und dort haben wir dann wieder ein Hafendorf oder eine Hafenstadt. Machen wir ein Dorf. Machen wir hier unten bei uns eine Stadt hin? Oder machen wir... Bei uns unten ein größeres Dorf noch hin und hier oben die Stadt. Und mit meiner Hauptstadt, die Idee, die ich in meiner Hauptstadt mal hatte, die habe ich immer noch die Idee, aber da brauchen wir erst eine richtig gute Stelle für. Weil sonst muss ich zu viel aufschütten und Terraform, das kannst du nicht machen. Aber sowas wie diese Wege zu machen hier, das könnte man in so einem Livestream machen, so zwischen den Folgen oder so, das wäre ganz gut. Denke ich, das könnte man gut machen. Wieso hocken hier so viele Bäume aufeinander? Aber das ist so, ne? Ach, guck mal, was wir hier haben. Ah, ich kann es nicht mitnehmen. Das war die blaue Farbe. Blaue Farbe braucht man. Dringend. Oh, hier gibt es so die kleinen Glöckchenblumen. Ja, die kann ich noch mitnehmen. Oh, wie gut. Oh, noch mehr Wolle auf zwei Beinen. Auf vier Beinen. Verdammt. Boah, ich brauche einen Rucksack. Oh, Jute. Vor allem, wieso wird denn da Sonnenblume angezeigt? Oh, ist okay. Kann man hier mal machen. Ich hatte ernsthaft drüber nachgedacht, damit ich mich komplett gekriegt. Das könnt ihr bestimmt gerade sehen, dass ich ernsthaft drüber nachgedacht habe, einen Hase zu mitzunehmen. Nein, wir brauchen jetzt noch keinen Hase. Wir haben nicht mal ein Dach. Mystische blaue Blume. Botania ist auch so eine Sache für sich. Ich habe keine Ahnung, wie man da anfängt. Das wird sich dann auch irgendwann zeigen. Wie kann man eigentlich? Warte mal. Bibliocraft ist das, ne? Bibliocraft, jo. Wo ist denn... Wir brauchen ja noch ein ganz, ganz wichtiges Item. Ah, okay. Ein Tintenbeutel. Das ist sehr wichtig für uns. Die Frage ist, wo kriegt man Tintenbeutel jetzt her? Ich habe eh keinen Platz. Insofern... Oh, guck mal, Ton. Na, guck mal, kein Platz. Mist. Müssen wir mal irgendwie mal gucken. Mit einem Boot oder so. Mal kurz ein Stück rausfahren und mal... Ups. Ich würde dem Hase gerade helfen, dass er hoch kann.
Da brauchen wir bloß mal. Aber das. Ich brauche gar nicht gucken, ich kann es eh nicht mitnehmen. Müssen wir bei uns gucken, wenn wir also beim Haus sind. Wenn wir irgendwo ein paar Tintenfische sehen. Ah, düster Wald ist wieder hier. Warte mal, wie kann man denn? Da gab es noch das andere, ne? Speiseöl, Holzkohle, Vegetable Wax, Rosin. Na, ja, müssen wir mal gucken. Kriegt man schon irgendwie hin. Einfach so ein Tintenbeutel ist nicht am einfachsten, ist erstmal. Schauen wir mal. Aber jetzt ist auch erstmal am wichtigsten mit, dass wir unsere Tinkerschmiede hinkriegen.